Ein kleines Vorwort. Alle Bücher, die da liegen, können gekauft werden. Es kostet 15 Euro. Der Reinertrag ist eine Spende an den Republikanischen Club. Also keine Scheu, ich verdiene nichts daran, es kriegt der Republikanische Club. Die zweite Vorbemerkung, was ihr jetzt dann hören werdet, das sind Geschichten. Zum Teil kurze Geschichten, es sind langsame Geschichten, es gibt schnelle Geschichten, es gibt witzige, es gibt nachdenkliche Geschichten. Und ich beginne einfach mit dem allerletzten Absatz aus dem Vorwort. Im vorliegenden Buch geht es weder um die politische Geschichte oder um die Architektur Transdanubiens, sondern um Alltagsgeschichten, um Menschen, die dort gewohnt haben oder immer noch wohnen, um Impressionen in der Form von kurzen Erzählungen. Viele der vorkommenden Personen hat es tatsächlich gegeben oder gibt es sie noch immer. Es sind nur zum Teil die Namen geändert, gelegentlich auch die Umstände. Und weil Sprache und Kultur untrennbar miteinander verbunden sind, wird in einigen Geschichten oder Szenen teilweise die lokale Sprache verwendet. Geschrieben ungefähr in der Art, wie sie H.C. Atermann in genialer Art und Weise seinerzeit für seine Dialektgedichte eingeführt hat. Da Großbuchstaben nicht gesprochen werden, gibt es sie in dieser Schreibweise nicht. Zur Sicherheit und zum besseren Verständnis ist immer eine Übersetzung in einem allgemein verständlichen Deutsch als Fußnote angeführt. Übrigens, eine ordinäre Sprache gibt es nicht. Nur Vorurteile gegenüber der gesprochenen Sprache. Der Duft in der Parfümerie und in der Buchhandlung. Ein Fixpunkt am Floridsdorfer Spitz, neben dem Friseur, dem Juwelier und dem leider viel zu wenig beachteten Sportgeschäft Jista, war eine Parfümerie gleich zu Beginn der Brünnerstraße gelegen. Schon beim Eintreten umgaben einen luxuriöse Düfte, die eine gehobene Kundschaft vorspiegeln sollten. In den 50er Jahren und auch noch danach reduzierte sich allerdings der Bedarf an Toilettartikeln auf Zahnbürsten, Zahnpasta und Seifen. Rasierwasser und Parfums gehörten zu den Luxusgütern, mit denen zu Weihnachten vorzugsweise die Verwandtschaft beglückt wurde. In die Parfümerie ging man auch, um Utensilien wie Lippenstift, Nagellack oder kleine Taschenspiegel zu erstehen. Dafür gab es zu allen Zeiten eine Notwendigkeit. Schließlich gehörte das gelegentliche Ausgehen, und sei es nur zu einem Heurigen nach Stammersdorf, zum sozialen Leben des Bezirks. Lippenstifte gab es bekanntlich bereits vor der Allmacht der Make-up-Industrie. In der auf der Brünnerstraße etwas weiter stadtauswärts befindlichen Buchhandlung roch es dagegen alt. Alt nach Papier, alt nach gebrauchten Büchern. Sehr groß war die Auswahl an neuen Büchern dort nicht, weil der sowieso geringe Bücherbedarf im Wesentlichen von den damals üblichen Buchclubs abgedeckt wurde, aber auch, weil infolge der Nachkriegsjahre Neuerscheinungen ja eher selten waren. In die Buchhandlung zu gehen, empfahl es sich, um eine im Trafiken nicht erhältliche Wochen- oder Monatszeitschrift zu bestellen oder allfällige Abonnement-Exemplare zu holen. Am ehesten lukrativ für die Buchhandlung erwiesen sich die seinerzeit noch kostenpflichtigen Schulbücher. Denn nicht immer gelang es einem Schüler, diese zu Schulanfang von Schülern aus vorangegangenen Klassen übertragen zu kaufen. Vor allem den Schulatlas gab es kaum antiquarisch zu erstehen. Die im Lehrplan des Gymnasiums vorgeschriebenen Schulbücher
waren genauso wie die vorschriftsmäßigen Schulhefte stets lagernd. Die Buchhandlung und die anderen kleinen Geschäfte rund um den Floridsdorfer Spitz gibt es schon längst nicht mehr. Drogerie und andere Ketten haben sich breit gemacht und sorgen für ein nicht unbedingt schöneres Ambiente des Bezirkszentrums. Manche der billigen Geschäfte widerspiegeln leider eher das Bild eines Sozialslums als das eines ansehnlich gewordenen Bezirks. Der alte Laborant, da inzwischen der Herr Kadel vor allem in der ursprünglichen Inszenierung zu einer Wiener Kultfigur geworden ist, würde man sofort bestätigen, dass jener Laborant, der seinerzeit in einem der chemischen Institute der Universität Wien kurz vor seiner Pensionierung stand, am ehesten seinem Äußeren nach wie der Herr Kadel aussah. Der graue Arbeitsmantel, den er immer offen getragen hat, hat eine Hose verraten, die zwar mittels Hosenträger über den Bauch hinaufgezürt war, jedoch sozusagen als Kompensation dafür kurz oberhalb der Fußknöchel geändert hat. Vermutlich diente dieses Kleidungsstück vor allem dazu, den vorstehenden Spitzbauch bequem zu akkommodieren. Immer trug er dieselben hohen schwarzen Schnürschuhe, die recht sichtbar unterhalb seiner Hosenröhren herausgeragt haben. Der graue Arbeitsmantel sollte offensichtlich andeuten, ihn nicht für einen der Assistenten zu halten, nämlich für einen mit einem standesgemäßen weißen Arbeitsmantel. Vielleicht wollte er damit auch nur zeigen, dass er zum proletarischen nichtwissenschaftlichen Personal gehöre. Zuständig war er für die Chemikalienausgabe an die Studenten. Selbstverständlich nur zu bestimmten Amtsstunden. Wer zu spät dran war mit seinen Wünschen, der musste eben bis zum nächsten Tag warten. Mit den Chemikalien ging er höchst sparsam um. Jeder erhielt nur das Allernotwendigste, weil das Zeug ein Heidengeld kostet, wie er immer sagte, und für Sparen hatte er viel übrig. Gelegentlich konnte man mit ihm sogar tratschen, natürlich außerhalb der Amtsstunden. Ohne Gewährleistung, wie er betonte, gab auch Tipps für das Ablegen von Prüfungen. Zu denen sollst du auf keinen Fall gehen. Geh lieber zum Ehen, für den sind die Studenten kein lästiges Nebengeschäft. Sein Gerechtigkeitsgefühl war bodenständig und vom Alltag bestimmt. Wenn ich ins Wirtshaus gehe und bestelle mir dort ein Seidel Bier und der Kellner mir halb eingeschenkt bringt, dann sage ich gleich zu ihrem Herrns. Wenn Sie ein Seidel nach Ihnen Gutdünken einschinken, dann werde ich noch mein Gutdünken zahlen. Er stand, wie gesagt, kurz vor seiner Pensionierung und nahm den akademischen Tagesablauf nicht mehr sehr ernst. Gewohnt hat er, wie er einmal erzählt hat, in Floridsdorf im Schlingerhof. Im Supermarkt. Ort, ein sehr großer Supermarkt. Zeit 5 Uhr am Nachmittag. Eine Frau schiebt ihren vollbeladenen Einkaufswagen vor die Schlange der Berner Kasse Wartenden. Hinten ausstellen, wo sind wir denn? Das ist der Allerhahn, sie einfach hier ihre Schwindel zu holen. Wir warten auch alle. Die Frau macht keine Anstalten, auf das Murren zu reagieren und bleibt unbeeindruckt stehen. Sagen Sie, sind Sie derisch? Hinten ausstehen hat es geheißen. So eine Frechheit, die stellt sich auch noch deppert. Die Kassierin fordert die Frau auf, sie doch bitte wie alle anderen der Reihe nach anzustellen. Ich hab's ehrlich. Wenn sie es gar so ehrlich haben, warum haben sie dann ein Riesenpackel Häuselpapier in ihrem Wagen? Hat in der Familie vielleicht die Scheißerei, dass gar so gar sein muss? Wären's nicht ordinär. Warum ich mich dummen muss, geht sie an feuchten Dreck an. In der Zwischenzeit hat die Kassiererin nach dem Geschäftsführer geläutet. Der Geschäftsführer. Bitte, Gnädigste, vordrängen geht wirklich nicht. Die anderen Herrschaften warten ja auch geduldig. Ordnen Sie sich wie alle anderen in die Warteschlange ein. Sie sehen doch, bei allen anderen Kassen funktioniert das klaglos. Herrschaften, haben Sie gesagt?
Also ich sehe nur eine Partie von Wabler, die alle unbedingt in der Hauptgeschäftszeit einkaufen müssen. Sie sind ja lauter Rentner, die den ganzen Tag dafür Zeit hätten. Stimme einer jungen Frau. Also, ich bin keine Rentnerin und habe zwei kleine Kinder, die daheim auf mich warten. Wegen dem habe ich mir auch nicht vordrängt. Bei der muss man aber wahrscheinlich einmal die Goschen extra da schlagen. Geschäftsführer. Wenn Sie nicht bereit sind, meinen Anordnungen Folge zu leisten, dann muss ich Sie bitten, zu gehen. Entweder Sie stellen sich hinten an oder Sie verlassen auf der Stelle das Geschäft. Die Kassiererin, der Nächste bitte. Die Frau schaut wutentbrannt auf die Wartenden, fährt ihren Einkaufswagen dann doch an das Ende der Warteschlange. Na super, jetzt habe ich die ganzen Arschlöcher vor mir. Stimme aus der Warteschlange. Das ist medizinisch gesehen richtig beobachtet. Immer wenn man sich hinter wen stellt, hat man einen Arschloch vor sich. Alle, bis auf die Frau, lachen. Plötzlich lässt sie ihren Einkaufswagen stehen und geht. Na wusch, der hat aber einen ordentlichen Huscher. Die Trafik. Dort, wo heutzutage die Fultonstraße die Donaufelder Straße kreuzt, befindet sich eingezwängt zwischen zwei Wohnsilos auf der linken Seite in Richtung Kagran ein Relikt aus dem Nachkriegs-Donaufeld, ein altes Zinshaus, flankiert von einem ebenerdigen Gebäude und einer von der Straße etwas abgesetzten alten Villa. Das niedrige, an eine dörfliche Vergangenheit erinnernde Haus beherbergte bereits in den 50er Jahren eine Fleischhauerei, das Zinshaus eine Trafik. Die Trafikantin führte ein paar Zigarettensorten, sogar eine Schachtel mit Zigarren oder Virginias konnte man im Prinzip erstehen. Außerdem gab es natürlich die in allen Trafiken übliche Mappe mit Brief und Stempelmarken und ein paar Zeitungen und Zeitschriften. Die Zigarren dienten vermutlich genauso wie die Virginias eher der Dekoration als dem tatsächlichen Verkauf. Naturgemäß war die Auswahl an Zeitungen sehr klein. Der Platzvorteil der Trafik, nämlich in unmittelbarer Nähe zu den Lohnerwerken, sorgte dafür, dass es zeitlich in der Früh und am Abend ausreichend Kunden gab. Ein wenig eintönig gestalteten sich die Kundenwünsche schon, denn meistens wurde nur in aller Eile ein Backel Dreier bitte oder nur ein Schachtel Dreier verlangt und schon war der Kunde wieder draußen. Eigentlich hätte die Trafikantin, vermutlich eine Witwe nach einem Kriegsinvaliden, zwischen 8 in der Früh und dem Ertönen der Fabrikssirene am späten Nachmittag zusperren können, denn weitere Kunden gab es kaum noch. Die lokalen Gärtner und ihre Gehilfen machten ihre Einkäufe lieber in Kagran. Und aus den Gemeindebauten in der Fultonstraße kam kaum wer zu ihr. Und dennoch, zwischen Kagran und dem Beginn der Schlosshofer Straße war die Trafik das einzige Zeichen städtischen Lebens. Übrigens, viele der ehemaligen Gärtner entlang der Donaufelder Straße gibt es immer noch. Sie sind nicht riesigen Wohnblocks gewichen. Ihre Felder dehnen sich zum Teil bis zur alten Donau aus. Wie lange sie allerdings noch ausharren werden, ist eine Frage der Zeit, da selbst in Floridsdorf Baugründe knapp werden. Vom Sitzen in der alten Donau und dem Bier trinken. Wie in so vielen traditionellen Teilen Wiens, der Naschmarkt dafür, ist dafür ein gutes Beispiel, hat sich auch entlang der alten Donau eine Art Fressmeile gebildet, die in den Sommermonaten nicht über Besuchermangel klagen kann. Neben den Grillschwaden verbreiteten Strandcafé, das mit seinen Spare Ribs nicht nur lokales Publikum in kaum bewältigbaren Scharen anlockt, hat auch das ehrwürdige Brasilien einen neuen Kundenstock in Nouveau Cuisine Gourmets gefunden. Noch ein Stück weiter stromabwärts quillt das selbstverständlich
selbst an Wochentagen über. Während es sich beim Strandcafé um eine nunmehr auch schon Jahre zurückliegende Neugründung handelt, hat es das Brasilien immer schon gegeben, nämlich seit der Neuregulierung der Donau und der Kaiser Franz Josef. Viele haben in den letzten Jahren die sommerlichen Qualitäten der alten Donau entdeckt und lassen es sich bei Grillplatten oder Scampi-Spießen nicht entgehen, den Sonnenuntergang über der Uno City zu beobachten. Die Sprache der Gäste hat sich allerdings gegenüber früher kaum geändert. Vielleicht mit Ausnahme des Bobo-Deutsch, das gelegentlich zu hören ist. Noch herrscht in unterschiedlichen Tiefen der Wiener Dialekt vor, selbstverständlich verbunden mit etlichen falsch verstandenen Anglizismen. Ursprünglich, das heißt nach dem Krieg, gab es entlang der unteren alten Donau nur das Brasilien und den Vorgänger des selbstverständlich, das Sowjetische, von manchen ins Hochdeutsche transponiert und Seifarsch genannt. Vielleicht war das Sowjetische noch um eine Spur bodenständiger als das Brasilien, in dem immer das gleichbleibende kanonische Wiener Menü Gulasch, Schweinsbraten und Schnitzel serviert worden ist. An besonders heißen Sommertagen konnte man sich im Schawerschl ein Krügel Bier holen und sich zum Trinken ins Wasser setzen. Bekanntlich im sommerlichen Wien wird die Temperatur in Krügeln angegeben, Krügeln im Schatten. Da konnte es schon passieren, dass so mancher ein paar Krügeln zu viel konsumiert hat und sich mitunter das dringende Bedürfnis ergab, den Flüssigkeitsstau an Ort und Stelle abzubauen, weil der Weg bis zum Pissoir als zeitlich zu lang eingeschätzt wurde. Die völlig Enthemmten, beziehungsweise jene, die in der Eile gerade noch das Hosentürtel aufbrachten, stellten sich in ihrer Not einfach ans Ufer, um den inneren Druck loszuwerden. Das führte natürlich zu Unmutäußerungen der dort Anwesenden, vor allem jener, die genüsslich ihr Bier im Wasser sitzend tragen. Ärgerliche Aufschreie wie »Hörst du so, da kannst du mir ja gleich mein Bier brunzen«, führten meistens zu heftigen Wortgefechten, denen der Austausch von Watschen folgen konnte. Unkundige der lokalen Sprache hätten garantiert keine Chance gehabt, auch nur ein einziges Wort zu verstehen. Der Ehrlichkeit halber sei angemerkt, dass derartig raue Sitten heutzutage nicht mehr vorherrschen, da es entlang der Uferpromenade eine genügende Zahl von Mobiltoiletten gibt und die Gasthäuser und Restaurants viel besser ausgerüstet sind als früher. Aber auch, weil Bier trinken, bei dem man im Wasser sitzt, mangels entsprechender Lokalitäten nicht mehr möglich ist. Das Missgeschick. Zweimal in der Woche fuhr Hedi Stampfer von ihrer Wohnung in Währing hinüber nach Floridsdorf in die Woltergasse, um nach ihrer langsam sehr alt werdenden Mutter und ihrer 12-jährigen Nichte zu schauen. Frau Stampfer war eine sehr gepflegte Frau in ihren 50ern. Jetzt, nachdem sie wegen eines Arbeitsunfalls in Frühpension geschickt worden und sie von ihrem Mann getrennt war, er wollte es unbedingt noch einmal mit einer weit jüngeren versuchen, jetzt hatte sie auch genug Zeit dafür. Zwei Jahrzehnte hat sie als Chemieingenieurin als ein pharmazeutisches Labor geleitet, bis es eben zu jenem Unfall gekommen war. Frau Stampfer legte nicht nur großen Wert auf ihr Äußeres und auf eine ordentliche Bekleidung, sondern auch auf tadellose Manieren. Ihre Besuche in Floridsdorf gestalteten sich jedes Mal wie eine Rückkehr in ihre Heimat, da sie in dem Viertel zwischen Jeliseerstraße und Prager Straße aufgewachsen ist. So oft sie aus der Straßenbahn aussteigt, kommt ihr alles so vertraut vor, gerade so, als ob sie den Bezirk nie verlassen habe. Sich um die beiden zu kümmern bedeutete, ein Mittagessen zu kochen und es auf den Tisch zu stellen, sobald die Steffi,
so hieß ihre Nichte, von der Schule kam. Ihre Schwester, Steffis Mutter, eine Krankenschwester in einem großen Spital, war seit kurzem ebenfalls geschieden und hatte die Mutter der beiden überredet, zu ihr zu ziehen, da es zu gefährlich sei, weiterhin allein in ihrer Wohnung zu leben. Stell dir vor, du fällst her, dann ist niemand da, der dir aufhilft oder gar die Rettung verständigen kann. Am Nachmittag ist zumindest die Steffi vorhanden und ich werde die Frau Weißenbichler, meine Nachbarin, bitten, bei dir am Vormittag gelegentlich vorbeizuschauen. Es war nach einem der üblichen Mittagessen in der Woltergasse, als der Frau Stampfer, als sie vom Tisch aufgestanden ist, ein kleines, lautes Missgeschick passierte. In der besten Absicht, korrektes Deutsch anzuwenden, um sich dafür zu entschuldigen, sagte sie deshalb halblaut zu ihrer Nichte: Jetzt ist mir leider einer ausgekommen. Ihre etwas schwerhörige Mutter hat sehr wohl bemerkt, dass sie offensichtlich nur zur Steffi gesprochen hat. Daher wandte sie sich direkt an ihre Enkelin. Was hat die Hedi gerade gesagt? Dass ihr einer ausgekommen ist. Wer ist gekommen? Na, dass er einen vorlassen hat, hat die Hedi dann gesagt. Was? Ein Schaß hat's lassen, hat's gesagt, Oma. Riechst das nicht? Da fällt's wie ein backelstinkerte Eier. Empört meinte daraufhin die als Oma angesprochene. Dass du nicht genierst, Steffi. Euer redst so ordinär daher. Lernst du so in der Schule? Was soll sie denn die Hedi denken, wenn's so garstig bist? Es war eigentlich zum ersten Mal, dass Frau Stampfer ihre eigene Ehrlichkeit und guten Manieren bedauerte. Zwar hatte sie schon in den letzten Tagen infolge einer Magenverstimmung unter übelriechenden Blähungen gelitten, aber warum musste sie sich ausgerechnet jetzt für ihr kleines Malheur entschuldigen? Schuldbewusst schaltete sie sich daher in den Disput zwischen Großmutter und Enkelin ein. Mama, die Steffi wollte nur sagen, dass mir beim Aufstehen ein kleines Malheur passiert ist. Na ja, meinte die daraufhin erleichtert, den Streit mit ihrer geliebten Enkelin beenden zu können. Jetzt verstehe ich's auch, ein Schaß hat's lassen, die Hedi, hat die Steffi gesagt, aber das kann doch an jeden passieren. Seitdem sorgte das Wort Auskommen bzw. Auskummer für ungemeine Heiterkeit bei den drei Frauen. Es genügte, das ominöse Wort fallen zu lassen und schon verfielen alle in hemmungsloses Lachen. Es bewirkte außerdem, dass die Oma nun doch eher bereit war, einen kleinen Spaziergang rund um den Karl-Seitz-Platz zu machen. Lachend ging's einfach viel besser. Die leidigen Hosenträger. Aus allen Teilen Wiens kam die Verwandtschaft angereist, um den 70. Geburtstag vom Opa bei einem Heurigen in Stammersdorf zu feiern. Diese Geburtstagsfeier fiel noch in eine Zeit, als die Wienerinnen und Wiener durch das Tragen von Dirndln und Steireranzügen anzudeuten versuchten, dass sie schon immer aus tiefster Überzeugung Österreicher gewesen sind und nur böse Zungen behaupten konnten, es habe nicht so wenige BGs, Parteigenossen, auch in der Stadt der Fiaker und des unter den Nazis verbotenen Fiakerlieds gegeben. In Hochsommer Lederhosen mit Hosentürtel zu tragen, ließ überhaupt alle Zweifel über allfällige Betätigungen während der sogenannten heroischen Zeiten zum Verschwinden bringen. Es stellten sich alle als zum Teil heftig zerstrittene Verwandte heraus, die sich eisig anstarrten, da niemand gewillt war, auch nur nichtssagende freundliche Worte fallen zu lassen. Die, die seinerzeit kräftig von der Nazizeit profitiert hatten, saßen am einen Ende des Tisches, die weniger Kontaminierten am anderen. Nur eine Tochter
bemühte sich um ihn, um den Vortan. Der hatte offensichtlich nichts von dem gegenseitigen Misstrauen bemerkt. Vielleicht wollte er aber auch nur bewusst darüber hinweggehen. Ein paar Vierteln hatte er außerdem bereits intus, das frische Brot mit Speck und Schmalz bestrichen, vor allem die selbst eingelegten Krautpaprika stopfte er mit Genuss in sich hinein. Schließlich war es sein Geburtstag und nicht der von den anderen. Außerdem hatte er eine ehemalige Mitschülerin seiner Tochter namens Mali neben sich sitzen, die zufällig an jenem Abend im selben heurigen Lokal anwesend war und sofort zum Mitfeiern aufgefordert worden ist. Mit Begeisterung hatte er einen Arm um ihre reichlich breiten Hüften gelegt, in denen seine Fingerspitzen zu versinken drohten. Alle bis auf seine Tochter zeigten sich entsetzt über ihn, über sein Kokettieren mit einer weit jüngeren Frau und begannen nach Tischenden getrennt zu tuscheln. So ein alter Bog, hieß es auf der einen Seite, während das Nazi-Ende respektlos Malis Körperbau mit einem an Arsch hatte wie eine Kur kommentierte. Beiden Enden war es dann offensichtlich doch noch gelungen, einen gemeinsamen Redestoff in der Form von Warnungen an ihn zu finden. Glaubst du nicht, dass du schon genug hast? Dir wird nur schlecht werden, wirst sehen. Das kann doch nicht gesund sein, die fünf Grad Paprika. Die wird es noch zerreißen. Dem so liebevoll Umsorgten war das wurscht. Wie er mehrfach betonte, war der morgige Tag, genauso wie der übermorgige Tag, für einen alleinstehenden Rentner eh zum Speimis. Er genoss ganz offensichtlich sein Fest. Vor allem freute er sich, neben sich eine zwar umfangreiche, jedoch jüngere Frau zu verspüren. Leider trafen die Prophezeiungen seiner Verwandtschaft sehr bald ein, denn plötzlich stand er auf, entschuldigte sich charmant bei seiner Nachbarin und rannte hinaus. Da er nicht wieder auftauchte, fühlte sich seine Tochter bemüßigt, nach ihm zu schauen. Unmittelbar, nachdem sie den Raum verlassen hatte, hörte man sie laut mit ihm schimpfen. Schau dir an, überall bist voll. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Krautpaprika sein lassen. Jetzt kann ich dir vorne und hinten die stinkenden Krautfasern glauben. Der Arme hat es nämlich nicht bis zu dem dafür vorgesehenen Ort geschafft, sondern hatte sich in aller Eile die Hosenträger abgeknöpfelt, sie wie immer nach hinten geworfen und sich im Hinterhof hingesetzt. Nur leider waren dabei die nur mäßig verdauten Krautpaprika explosionsartig auf seine Hosenträger gespritzt. Wie er sich dann wie gewohnt die Hosenträger wieder über die Schultern geworfen hat, haben sich die Überreste der Krautpaprika auch auf seiner Vorderseite gleichmäßig verteilt. Unter weiterem Schimpfen wurde er in die Waschküche abgeschleppt und mit einem nassen Geschirrtuch nur dürftig gereinigt. Zum Schluss versprühte sie noch ein eilig herbeigefülltes Parfum über ihn, weil es gar so arg stinkst, wie sie meinte. In der Zwischenzeit hatte sich die liebe Verwandtschaft lautstark abfällig über ihn ausgelassen. Zumindest dabei waren sie sich einig. Die Mali war entsetzt über die menschliche Kälte, die er entgegenschlug. Der Arme, dachte sie sich, das kann einem doch passieren, dass einem schlecht wird, wenn man schon einmal eine Gelegenheit hat, einen Geburtstag zu feiern, noch dazu einen runden. Seine Verwandtschaft kann einem gestohlen werden. Als die beiden wiederkamen, winkte sie ihn sofort zu sich und sorgte dafür, dass er nur mehr Sodawasser trank. Und sie plante bereits im Voraus, das nächste Mal gehen nur wir zwei Frauen, seine Tochter und ich, mit ihm aus. Er ist sicherlich ein ganz netter Kerl, wenn er sich nicht von seiner Familie herausgefordert sieht. Die unverdauten Paprika hatten noch ein längeres Nachspiel. Eines, das Jahre dauerte, denn die Mali, immerhin eine, wie man zu sagen pflegt, im besten Alter alleinstehende Frau, hatte begonnen, ihn zu organisieren und zu bemuttern, obwohl er dem Alter nach ihr Vater hätte sein können. Und er versank
im Laufe der Zeit in weitere Weichheiten ihres Körpers. Seine Verwandtschaft blieb auch Jahre nach diesem Geburtstagsfest zerstritten. Sie trafen sich erst wieder anlässlich seines Begräbnisses. Dort standen sie wortlos in zwei Gruppen getrennt herum, seine hinterbliebene Lebensgefährtin, die Mali, sorgfältig meidend. Der Vogelnarr. Bis zu seiner Pensionierung ging er täglich seinem Beruf als Ingenieur in einer großen Elektrotechnikfirma nach. Für Vögel hatten er und seine Frau allerdings immer schon etwas übergehabt. Jedes Vogeljunge, das in der Nachbarschaft aus dem Nest gefallen war und Opfer von Katzen zu werden drohte, brachte man zum Aufziehen zu ihnen. Als Pensionist sah man ihn anfangs oft mit Gummistiefeln und Feldstecher ausgerüstet in Richtung Lobau wandern. Dort verbrachte er dann den ganzen Tag, um Vögel in ihrem Sozialverhalten zu beobachten. Er entwickelte sich mit der Zeit nicht nur zu einem Amateur-Ornithologen, sondern auch zu einem fast militanten Anhänger von Konrad Lorenz, dessen merkwürdige Lebensphilosophie er kritiklos übernommen hatte. Offensichtlich von dessen Versuchen mit Graugänsen inspiriert, begann er eines Tages, Pfaue zu züchten. Der Garten mit dem kleinen Holzhaus, in dem er und seine Frau wohnten, entwickelte sich immer mehr zu einem riesigen Vogelkäfig. Drahtmaschennetze hingen von Obstbäumen, der gemauerte Unterschlupf für seine Vögel erreichte fast die Größe des Wohnhauses. Dort, in seinem Vogelkäfig sitzend, verfolgte er aufmerksam alle Bewegungen und Gebärden seiner Pfauen. Die Vögel produzierten recht oft laute Schreie, die nicht gerade dem allgemeinen Ruhebedürfnis in der Siedlung dienten. Mitunter hatte es sogar den Anschein, als ob er selber, mitten unter seinen Vögeln sitzend, so ähnliche Schreie von sich gab, um sie zum Antworten zu veranlassen. Klarerweise waren seine Nachbarn wenig von seinen Versuchen angetan, in die Welt der Pfauen einzudringen. Denn abgesehen von der Lärmbelästigung schien der Vogelkäfiggarten entgegen allen Sanitärvorstellungen voller Vogelmist zu sein. Viele bezweifelten sogar, ob er noch bei Verstand war, wenn er wieder einmal mit seinen Pfauen ins Gespräch zu kommen suchte. Nach seinem Tod mussten die Pfauen speziell abtransportiert werden. Die Drahtmaschennetze des Vogelkäfigs hängen allerdings noch immer von den langsam absterbenden Obstbäumen. An der Bezirksgrenze. Ort: ein kleines Vorortecafé in der Nähe einer U-Bahn-Station jenseits vom Kakraner Platz. Zeit: ein Freitagabend kurz vor Mitternacht. Sie, Herrns, nehmen Sie eine Hand von meinen Hintern. Gehen Sie herüber, können Sie dem Herrn doch nicht sagen, dass er mich angelernt lassen soll. Ist ja widerlich, wie man der zubegreut. Er enttäuscht zu seinen Nachbarn. Ach so, ein blöde Blunzen. Oder wampen wir für Ackerpferd und spült die Hagliche. Ich sag Ihnen, wenn die auf Ihnen aufgefallen tadert, zerbragt sie noch ein Ganzer. Wie hat's gewäscht, der Grotens noch ausschauen? Sie, schaut euch nur den Adonis da an. Er muss drum glotzen, oder? Der Goder hängt ihm bis zum Bauch auf. Wahrscheinlich hat er ein Blatt fürs Virginien. Und sowas wie mit mir anbadeln oder zu mir dann Ansa-Schmäh, Handy aufs Popschi und schon passt's. Ein Herr kommt ihr zu Hilfe, da der Kellner sich weigert, in den Streit unter den Gästen einzugreifen. Beschützer, ganz los ist die Dame da in Ruhe. Wo kommt man denn da hin, wenn da jeder ungefragterweise seine Kleben auf jeden fremden weiblichen Hintern legen kann? Trinken Sie noch was? Und geben Sie Ruhe. Er, Adoscha, am Schützer hat es auch, die vornehme Dame,
Ich sage Ihnen was, es geht sich an Träger, was ich mache. Soll es in Sachen gehen, die Urschel, aber nicht in mein Lokal. Und trinken durch, wann ich will. Sie, ich glaube, der ist fett wie ein Radierer, den wären wir nicht so schnell los. Wie es ausschaut, werden wir die Kieberei holen müssen. Ja. Kann sie heimgehen, wenn es nicht passt, depperte Gurken. Brauchst nur deinen fetten Arsch vom Sessel schwingen und schon bist du am halben Weg draußen. Und Sie, lieber Herr, können gleich mitgehen, weil so ein Bagage wie euch brauchen wir da nicht. Schleicht's euch. Der beschützende Herr nimmt sein Handy und ruft die Polizei. Nach ein paar Minuten ist bereits eine Polizeistreife da. Eine junge Polizistin mit einem blonden Rossschwanz leise zu ihrem Kollegen. Na servus, der ist auch geschickt wie ein Hydrant. Mit dem wird's noch Breseln geben. Polizist freundlich, fast Hochdeutsch verwendet. Kommen's, jetzt geht's nach Haus. Ihre Frau wartet sicher schon auf Sie. Sie im Hintergrund. Wahrscheinlich steht sie heute schon mit Nudelwolker bei der Tür. Er zum Polizisten. Ein Feschpuppel haben Sie noch mitgebracht, Herr Inspektor. Polizist noch immer freundlich, langsam in die lokale Sprechweise wechselnd. Jetzt machen Sie keine Tanz. Sie wollen doch nicht, dass wir Sie wegen Ruhestörung und sexueller Belästigung anzeigen. Er. Na, ich will nicht heimgehen. Polizistin nimmt die Handschellen heraus und klingelt damit. Jetzt reicht's. Sollen wir Sie wie einen Kriminellen gewaltsam abführen? Na, dann kommen's. Er geht, etwas schwankend, schließlich doch mit den beiden Polizisten zur Tür. Dreht sich dort um und droht. Das wird nur ein Nachspiel haben. Polizist, gar nichts wird's haben. Bis morgen haben sie das alles vergessen. Er und die Polizeistreife verlassen das Lokal. Sie nach einer Weile einschmeicheln zu ihrem Beschützer. Wollen Sie ihn nicht zu mir sitzen? Ich lade Ihnen auf einen Cognac ein. Geht zwei Weinbrand auf meine Kosten. Ich bin die Irmi. Und ich heiße Ferdinand. Sie stoßen miteinander an. Servus, du. Servus, du. Kannst ruhig ein Stückchen näher rücken. Er legt seinen Arm um ihre Hüfte. Na also, jetzt wird's doch noch gemütlich. Er zum Kellner. Geh, bring uns noch zwei Cognac. Der Herr Mazda. Die zwei schienen eigentlich nicht zueinander passen. Denn der eine war ein leidenschaftlicher Schwimmer, Taucher und passionierter Fischer, während der andere selbst an heißen Sommertagen seine lange Hose nicht ablegte. Mit einer Zille gingen die beiden gemeinsam in der alten Donau fischen. Der eine, braun gebrannt und nur mit einer Badehose und einem leichten Überwurf bekleidet, der andere mit einem langärmlichen Hemd, der besagten langen Hose und einem Hut. Herr Matztal hieß er. Und er kam immer mit einem uralten Fahrrad in den Garten seines sportlichen Freundes geradelt. Gesprochen haben die beiden kaum miteinander, weil man bekanntlich mit den Sprechen die Fische verjagt. Genauso wie mit einem zu lauten Ruderschlag. Und in fast geräuschlosen Rudern erwies sich jener Herr Matztal als wahrer Meister. Worauf sich die Freundschaft zwischen diesen beiden höchst unterschiedlichen Freunden begründete, blieb deren Geheimnis. Vielleicht gehörten sie seinerzeit derselben Widerstandszelle gegen die Nazi-Diktatur an. Das allen bekannte politische Engagement des Sportlichen ließ zumindest Vermutungen in diese Richtungen anstellen. Vielleicht verband sie auch eine nicht verdrängbare Erfahrung aus jener Zeit. Der Herr Matztal kam während der schönen Jahreszeit fast jeden Tag, sofern ihn ein gelegentlicher Regen nicht vom Radfahren abhielt. Zu anderen war er immer zuvorkommend, jedoch distanziert, um nicht zu sagen vorsichtig höflich. Zu Beginn eines Sommers blieben seine Besuche aus. Den Mann, der mit einem Hut in einer Zille saß, gab es nicht mehr. Unbemerkt und still ist er gegangen, genauso still, wie seine Besuche abgelaufen sind, wie
sein bedächtiges Eintauchen der Ruder in die morgendliche Glätte der alten Donau. Zum Abschluss ein Gespräch in der Straßenbahn. Als noch die Straßenbahnlinie 331 nach Stammersdorf als an die Grenze Wiens fuhr, kam es zu einer amüsanten kurzen Auseinandersetzung in einem Waggon dieser Linie, die der Nachwelt nicht vorenthalten werden soll. Ein tadellos gekleideter älterer Herr, höflich zu einer Frau, die ihre Einkaufstasche auf dem Nebensitz abgestellt hat. Verzeihen Sie, kann ich mich da setzen? Na. Aber es ist sonst kein anderer Sitz frei. Na und? Das ist aber nicht sehr nett. Das ist mir wurscht. Ich bin doch nicht deppert und stelle mir wegen Ihnen meine schwere Taschen auf den Schoß. Warten Sie gefälligst, bis ich aussteige. Sind eh nur mehr zwei Stationen. So eine Unverschämtheit. Wissen Sie was, lieber Herr, rutschen Sie mir den Buckel auf. Sie dreht sich weg und schaut beim Fenster hinaus. Nach einer weiteren Station steht sie auf, nimmt ihre Tasche, geht zum Ausgang und sagt: Sehen Sie, jetzt haben Sie es da noch, der Wort. Und halblaut, während sie aussteigt: Ach, so ein arrogantes Gefrast. Ich danke der Christoph, ja, dass er mit mir gelesen, ja, hat. Ja.